Da ist sie wieder mit dem dritten Teil vom Polska-Bärchen League. Bevor wir uns gleich in die Abgründe der geistigen Verworrenheiten des Frauenverstehers stürzen, werde ich noch etwas in eigener Sache loswerden, denn ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei allen bedanken, die mich hier auf meinem kleinen Kanal so sehr unterstützen. Das ist ja hier doch eher eine Männerdomäne und es gibt nur sehr wenige weibliche Stimmen im Game, die sich halt so öffentlich äußern. Und da finde ich es wirklich bemerkenswert, dass ihr mich da so unterstützt und mir das auch zeigt in Form von Kommentaren, Likes und so weiter. Herzlichen Dank dafür. Und wo ich gerade beim Thema bin, wenn ihr mal Lust auf anderen Content habt, der sich auch mit unserem Medienprofi beschäftigt, aber auf eine ganz andere Art und Weise und für alle die Let's Plays vom Dicke nicht ertragen können und das Ganze gerne mal gut kommentiert hören möchten und anschauen möchten, die sollten sich den Kanal von Angehedert anschauen. Es ist auch noch ein relativ neuer Kanal und ich finde seine Arbeit ganz, ganz großartig, denn er kommentiert, wie gesagt, die Let's Plays von Rainer und macht das auf eine sehr, sehr charmante Art und Weise. Und hier an meine weiblichen Zuhörer und Zuseherinnen, da erwartet euch auch eine sehr, sehr angenehme Stimme. Absolut empfehlenswert. Schaut einmal rein. Auch vielleicht für Leute, die jetzt nicht zwingend auf Let's Plays stehen. Es lohnt sich trotzdem, denn auf seine doch sehr ruhige, tiefenentspannte und besonnene Art haut er doch immer wieder Seitenhiebe raus, die wirklich hörenswert sind. Nun zurück zum Thema. Wir starten jetzt in den dritten Teil des Polska-Bärchen-Leaks. Schnallt euch an, es wird wieder gruselig, nehme ich mal an. Wie gesagt, blind bleibt blind, also ich habe nicht vorher reingeschaut. Ich lasse mich überraschen oder anekeln oder, naja, wir werden sehen. Ab geht die Luzi. Tut mir leid, dass es jetzt etwas länger gedauert hat. Ich habe noch kurz Zigaretten geholt und mir was zum Trinken aufgefüllt. Alles gut. Warum bist du schwarz? Ach, da bist du ja. Hi. Ja, ich muss bloß ein bisschen die Dinge runterdrehen. Die Helligkeit hat sich bei mir gar nicht mehr. Weil die Idioten wieder von meinem Haus rumgammeln. Ich mache wieder schon Stress. Ach, was wollen sie jetzt schon wieder? Wieder Reifen über dem Zaun werfen oder was? Ich habe keine Ahnung. Die haben auf jeden Fall vorhin wieder ordentlich rumgebrüllt wie die Verrückten. Und der Nachbar zeigt mich an, weil ich rumgebrüllt habe. Nein. Obwohl das gar nicht der Fall war. Okay, das ist ja wieder ein bisschen kurios hier. Komisch. Ja, Standard leider. Ja. Ich habe schon die Polizei gerufen, jetzt mal abwarten, was passiert. Momentan ist ja auch das Rumschreien, ist ja auch verboten und alles. Ja. Deswegen ist normalerweise ordentlich auf den Sack, aber ich halt auch, obwohl ich überhaupt nicht rumgeschrien habe. Das ist die übliche halt, die wollen mir alle auf die Nerven gehen. Und wir wissen ja auch alle, dass Rainer nicht aus dem Fenster oder vom Balkon runter oder gar rausgegangen ist und rumgebrüllt hat. Das kam ja nie vor. Ja, fängt schon wieder gut an. Aber ich will das Thema auch gar nicht vertiefen, denn es hat ja mit dem eigentlichen Thema hier gar nicht so viel zu tun. Ja, das ist blöd. Du hast ja das Wochenende gar nicht so viel gemacht, ne? Immer nur gestreamt und so. Naja, vor allem ist ja der Witz, es ist unter der Woche, wir haben 23.27 Uhr. Man sollte eigentlich meinen, dass Leute, die arbeiten gehen, normalerweise zu Hause sind oder
sich zumindest nach Hause begeben, um sich vorzubereiten für die Arbeit oder so. Stattdessen stellt sie hier vor meine Haustür. Ja, ich habe mir morgen frei genommen. Echt, mir geht's nicht so gut. Bisschen Kopfschmerzen vom Wochenende noch. Okay. Ja. Und wie geht's dir so jetzt, außer dass die Idioten da wieder Stress machen? Mittel der Arschspiel im Sitzen Ja, das und ist der blöd. Rücken. Bitte? Das ist blöd, habe ich gesagt, diese Scheißprobleme mit dem Rücken und mit dem Popo. Ja, das ist halt dieser beschissene, das ist halt dieser beschissene Stuhl. Hast du nicht einen neuen bestellt? Ja, der kommt aber jetzt erst entweder, naja, morgen würde er jetzt nicht kommen, aber halt im Moment die Tage irgendwann. Darf ich was Ehrliches sagen? Darfst immer ehrlich zu mir sein. Ich habe irgendwie dich ein bisschen vermisst. Ja. Ja. Das Wochenende, ich war ein bisschen viel unterwegs und dann, wo ich dann. Hab's gemerkt, ja. Ja. Ich bin sehr schnell anhänglich. Ich hoffe, das stört dich nicht. Anhänglich stört mich an sich nicht, ne. Wie gesagt, ich Kommt nerv dich drauf ja an. auch nicht. Ich spam dich ja auch nicht voll oder so. Ich lasse dir ja schon eine Ruhe so. Kommt ja darauf an, wie anhänglich und wie sich das dann letzten Endes äußert. Eifersucht ist halt immer so eine Sache. Nee, das bin ich ja Ist halt. nicht. Ja, weil ich habe ja. Weil wir haben ja nichts Festes, auch wenn wir uns jetzt treffen und so weiter, wollen wir ja was Offenes haben, Max. Ja. Zumindest war das mein letzter Stand. Und ich hatte ja letztes Jahr zwei Mädels, mit denen ich zusammen war. Und mit der einen habe ich halt noch Kontakt, auch wenn da nichts allzu häufiges im Moment ist. Und im Moment sind wir auch nicht so, dass wir uns treffen oder so. Welch wunderbares Beispiel für den Empathielord. Da ist ein Mädel, das ihm sagt, sie hätte ihn vermisst und dass sie ein bisschen anhänglich ist. Jedem anderen hätte das wohl geschmeichelt, zumindest dass er vermisst wird. Und was macht er? Er erzählt ihr erst einmal, dass er ja im letzten Jahr zwei Mädels gleichzeitig laufen hatte. Den Wahrheitsgehalt, den will ich hier gar nicht bemessen, darum geht es überhaupt gar nicht. Aber da merkt man mal wieder, wie dieser Typ tickt. Es ist einfach nur widerwärtig. Ja? Eigentlich ist das doch genau das, was er sich wünscht. Ein Menschen, der ihm zugetan ist, der ihn vermisst, wenn vielleicht mal weniger Kontakt besteht und der sich Gedanken über ihn macht. Und er macht das mit so einem Blödsinn direkt wieder zunichte. Hier an dieser Stelle bin ich nur froh, dass, ich nenne sie jetzt auch mal Maggie, das Ganze ja zum Glück nicht ernst gemeint hat. Aber spätestens an diesem Zeitpunkt oder zu diesem Zeitpunkt hätte dem Mädel klar sein müssen, weg mit dem X-Bande drücken, Ende im Gelände. Aber der Kontakt besteht halt noch und ja, da war halt schon auch ein bisschen mehr so. Mal gucken, wie es da aussieht. Aber im Moment ist da noch nichts weiter. Ich kriege auch nicht so viele Nachrichten von ihr. Sie hat sich heute Morgen kurz oder heute Mittag kurz gemeldet. Abgesehen davon habe ich jetzt das ganze Wochenende nichts von ihr gehört. Genau. Okay. Ja. Also im Moment ist da nichts zwischen uns, aber es kann halt gut sein, dass da wieder irgendwann mal was passiert. Deswegen sage ich das vorab schon mal. Das hat sich aber jetzt auch erst Ende letzter Woche so ergeben. Da gab es also vorher jetzt auch längere Zeit keinen Kontakt. Bestimmt 2 Monate, 3 Monate lang. Und dann streuen wir doch noch ein bisschen mehr Salz in die Wunde. Ja, da könnte ja doch noch mal was passieren, jetzt wo sie sich wieder gemeldet hat. Mal abgesehen davon, dass das natürlich nur seiner Fantasie entspringt, aber diese gehässige Art zu versuchen, jemanden eifersüchtig zu machen, damit er interessanter wirkt, weil ja alle Frauen auf ihn fliegen.
Ich kann einfach nicht begreifen, warum das ein Mensch macht, der doch eigentlich das Bedürfnis hat, eine Partnerin zu finden. Warum muss man das auf so eine widerliche Art und Weise machen und sich das so verhunzen? Auch wenn er hier nicht weiß, dass er nur verarscht wird, geht es doch einfach um seine Charakterschwäche. Er muss immer und immer wieder in Wunden rühren, muss alles noch viel schlimmer machen, versucht zwar beiläufig, ein wenig zwischendurch auch zurückzurudern, aber diese eklige Art, also das macht man einfach nicht. Das gehört sich nicht, das gehört sich andersrum genauso wenig. Aber ja, was rede ich hier? Anstand hat der Mensch ja noch nie besessen. Und dass ich hier das Wort Mensch benutze, ist auch schon wieder, ja, sehr gütig von mir. Naja. Ja. Und wie war es jetzt bei euch? Zu mir hattest du gesagt, ihr wollt Mädelsabend machen und sonst sagst du mir was war's, am Sonntag, dass ihr beim Kumpel wart? Ja, das hat sich Aui. eigentlich so spontan ergeben. Wir waren halt im Auto und dann meinte eine Freundin, ja komm, wir fahren einfach zum Erik, das ist ein Kollege von uns. Nicht so, also ich war jetzt nicht so begeistert, eigentlich wollte ich nur noch ins Bett, weil ich halt schon gut dicht war, also blau, ne? Und ja, Naja. dann meinte sie, ja komm, sei nicht so eine langweilige Schnecke. Und da habe ich mir gedacht, ja okay, wenn ihr euch noch betrinken wollt, viel Spaß. Ich bin dann irgendwann mal eingepennt, weil mir war das alles zu langweilig. Ja, und die haben sich halt noch einen schönen Abend gemacht. Ja, die Frage ist, wie war der schöne Abend dann am Ende, ne? So, nachdem ich dich jetzt eifersüchtig gemacht habe, werde ich doch ein bisschen eifersüchtig. Was war denn da eigentlich am Wochenende? Ja, sie erklärt das ja dann und dann, okay, das ist nicht so interessant. Sie hat also nichts gemacht. Sie hat ja dann geschlafen, denkt er sich. Dann komme ich doch direkt mal auf unser Hauptthema. Soll sie ihm jetzt erzählen, wer da mit wem irgendwelche Intimitäten ausgetauscht hat? Ich meine, abgesehen davon, dass er die Leute ja nicht kennt und ihn das auch gar nichts angeht, benutzt er das aber wieder als Überleitung, um eben zum eigentlichen, für ihn doch wichtigen Thema zu kommen. Hier geht es gar nicht darum, wie ein Wochenende war oder wie sich jemand fühlt. Hier geht es darum, seine Triebe zu befriedigen und nichts weiter. Ich weiß nicht, was sie getan haben. Ich habe tief und fest geschlafen, aber ich glaube, ich will das auch nicht wissen. Das lasse ich mal deren Problem sein, wenn sie nochmal den Fehler begehen. Oh Mann, so eine kranke Story. So, waren die schon mit zusammen oder was? Ist ihr Ex von meiner Freundin. Ah, so. Ja, ich fand das auch nicht so eine gute Idee, aber naja, was soll ich machen? Wenn die Weiber so wollen, dann sollen sie machen. Ich bin pennen gegangen. Naja, jeder muss selber wissen, was er macht, das ist richtig. Und Ja. Alexa, stell den Timer 5 Minuten. Ab jetzt. Warum stellst du extra Timer, wenn du eine Kippe rauchst? Ja, es war jetzt Zufall, aber Ach so. das hat nichts mit der Kippe zu tun. Das geht darum, dass die Hater jetzt abgehauen sind und ich warte jetzt etwa 5 bis 10 Minuten, bis die weg sind, ob sie weg sind oder ob sie nochmal wiederkommen. Wenn die nach 5 bis 10 Minuten weg sind, dann rufe ich nochmal bei den Cops an und sage denen Bescheid, dass sie nicht kommen brauchen oder dass sie zumindest weg sind. Ob sie dann nochmal kommen oder nicht, überlasse ich dann denen. Ja, ich habe gerade geguckt, wir haben 23:32 Uhr. Wie gesagt, die Leute haben alle keine Beschäftigung anscheinend. Denen geht's zu gut. Denen ist allen langweilig. Ja, das glaube ich auch. Ja, Junge, in der Woche. Ich würde es verstehen, wenn man sich frei nimmt, aber trotzdem will ich da nicht irgendwie zu irgendjemandem hinfahren, um den zu schikanieren oder so. In der Nacht. So ist die Welt eben. Ja. Hauptsache verrückt. Wenn man darauf nicht eingeht, dann hören sie schneller auf, als man gucken kann. Ist so. Nee. Echt? Sind Wenn man sie. nicht drauf, wenn man nicht drauf eingeht, dann stehen sie vor meiner Haustür und fangen an, am Tor rumzureißen. Wenn man dann weiterhin nicht drauf eingeht, fangen sie an, übers Tor zu klettern. Nee, ne? Ja. Das sind Oder sie ja. schmeißen mit Steinen meine Fenster ein. Alles schon da gewesen. Wie deine Fenster eingeschlagen?
Ja, meine Scheiben eingeschlagen. Wer ist denn das für ein Kack? Weißt du das gar nicht? Du hast keine Ahnung, wie schlimm das in Wirklichkeit ist, oder wie? Die haben die Scheiben eingeschlagen, die sind übers Tor geklettert, die haben mich mit Messern angegriffen, mit Schlagstöcken, mit Schusswaffen. Was? Boah, nee, also ich hatte ja schon gesagt, von den ganzen Systemen da, was da läuft, habe ich keine Ahnung. Ich habe halt nur ab und zu mal deine Videos gesehen. Ich fand dich halt, habe ich auch gesagt, voll sympathisch. Und wenn dich Leute im Livestream fertig gemacht haben, habe ich auch gesagt, ey Leute, was soll die Kacke, ne? Dann wurde ich halt immer irgendwie beleidigt oder so. Kam halt schon des Öfteren vor. Ich so, ja, sowas könnt ihr doch nicht machen mit den Menschen und so. Also das habe ich schon öfters mitbekommen, dass du da beleidigt wurdest im Stream. Aber das ist jetzt auch so, wie gesagt, ich bin in diesen Film gar nicht mit drin. Also ich habe keine Ahnung, was da alles passiert, ne? Dann sollte ich vielleicht auch dazu sagen, dass ich jetzt mehrfach angezeigt wurde und auch schon einmal verurteilt wurde wegen gefährlicher Körperverletzung. Weil ich jemanden mit Pfefferspray davon abgehalten habe, mein Tor einzureißen. Ja, tut mir leid, aber das ist Notwehr. Du weißt ja nie, wie solche Leute drauf sind, ne? Wenn sie da reinkommen und keine Ahnung, dich verprügeln oder so. Wenn sie das machen, breche ich ihnen den Kiefer. Die Sache ist nur, dass es halt dann gesetzlich so geregelt ist. Ich habe den körperlich schwer verletzt mit dem Pfefferspray. War jetzt zum Glück nichts Illegales oder so. Also das Pfefferspray selber war nicht illegal zum Glück oder so, aber ist halt letzten Endes aufgrund dessen dann halt zu einer Anzeige gekommen und ich bin dann halt verurteilt worden. Aber du kommst jetzt nicht im Knast oder so, ne? Bitte? Du kommst jetzt nicht im Knast oder so, ne? Deswegen nicht. Ich bin auf Bewährung 2 Jahre gewesen. Beziehungsweise im September wären jetzt die 2 Jahre rum. Aber das ist jetzt aufgehoben, weil ich schon wieder angezeigt wurde wegen gefährlicher Körperverletzung. Und da war bereits die Verhandlung im April. Ja. Die ist aber vertagt worden, weil ich dieses Mal, anders als damals, habe ich dieses Mal gesagt, ich sehe das nicht ein. Ja. Und ich bekenne mich nicht schuldig, weil hätte ich mich schuldig bekannt, hätte ich nochmal Bewährung bekommen, hätte also nicht in den Knast gemüsst, aber unter der Bedingung, dass ich meinen YouTube-Kanal für mindestens 2 oder 3 Jahre stilllege. Was natürlich dann automatisch eine komplette finanzielle Krise zur Folge hätte für mein Leben. Ich möchte mich jetzt gar nicht zu diesen ganzen Gewalttaten und so weiter und Verurteilungen äußern. Das Einzige, was ich hier einwerfen möchte, ist eben, wenn er diesen Ratschlag befolgt hätte, den YouTube-Kanal für Jahre ruhen zu lassen, beziehungsweise sich aus Social Media zurückzuziehen, wäre das eine gute Sache gewesen, eine nice Sache wäre das für ihn gewesen. Er hätte vielleicht richtig arbeiten müssen, also in Lohnarbeit gehen müssen oder gegebenenfalls Sozialleistungen beantragen. Aber er wäre sehr wahrscheinlich nicht da, wo er heute ist. Wie wir alle wissen wir ja, was noch so alles passiert ist. Und ich kann mir gut vorstellen, wenn er wirklich den Rückzug gewagt hätte und ja, sein Geld vielleicht auf etwas härtere Art und Weise verdient hätte, würde er sehr wahrscheinlich zum jetzigen Zeitpunkt ein besseres und ein ruhigeres Leben führen. Wahrscheinlich wird er ab und zu noch mal erkannt werden. Aber solange er den Leuten ja keinen Zündstoff bietet, wird das dann auch einfach langweilig und niemand schert sich mehr drum. Ja, aber er sagt ja, er ist unbesiegt, bis er stirbt und das wäre ja das Äußerste. Und im Grunde genommen gönnt man das ja niemandem, auch ihm nicht, sind wir ehrlich. Weil ich halt dadurch mein Geld verdiene und ohne das halt keine finanzielle Sicherheit habe und keine finanzielle Möglichkeit habe. Ich kann halt einfach mal 2 Jahre sagen, okay, ich mache jetzt 2 Jahre meinen Beruf nicht und lebe 2 Jahre lang auf Hartz IV. Dann ist nur eine Frage der Zeit, bis ich meinen Haus verkaufe und bis ich mein Haus verkaufen muss und bis ich dann halt in irgendeiner Wohnung ziehe und dann hinterher in dieser Randwohnung und dann wahrscheinlich Selbstmord begehe, weil ich dann ein für alle Mal depressionstechnisch am Arsch bin. Blödsinn, wie wir heute sehen. Ne? Das Haus wurde verkauft
Und ja, im Grunde genommen hast du jetzt gar nichts mehr, ne? Also du hast ja noch nicht einmal eine Wohnung. Und ob das jetzt Depressionen verursacht hat oder nicht, die ganze Situation, das kann ich an dieser Stelle hier nicht beurteilen. Aber es geht dir noch schlechter. Und hättest du damals zu diesem Zeitpunkt alles eingestellt und hättest die Füße stillgehalten, glaub mir, dann würde es dir heute besser gehen. Aber das haben dir schon so viele gesagt und das wird kein Einsehen bei ihm hervorrufen, das weiß ich auch. Aber ich kann da einfach nur Kopfschütteln, weil man eben an der heutigen Situation sieht, wie sich das Ganze dann doch entwickelt. Ich meine, so habe ich an sich ja keine Depression oder so. Ich habe klar mal ein Tief, aber das hat ja jeder mal. Ja. Aber ansonsten ist da ja eigentlich nichts. Wenn man, was aber auch schon viele und auch schon einige Psychologen interessant fanden, dass ich halt noch keine psychologische, dass ich halt noch kein komplettes Ding drin habe. Alexa, stopp den Timer. Und zu spät. Alexa, stopp. Muss mal kurz anrufen. Ja, alles gut. Ja, hier ist schon der Winkler, hallo. Servus. Ich wollte euch bloß kurz Bescheid geben, dass die jetzt Richtung ins Kirchner und der Feuerwehrhaus und da abgehauen sind, alle drei oder vier, wie fit spawnen. Das ist jetzt etwa 5 bis 8 Minuten her. Jo, Ade. Auch dass er sich hier nicht mutet bei einem doch sehr, sehr wichtigen Telefonat mit der Polizei, ist für mich unverständlich. Ich weiß, er hat das auch in seinen Streams nicht getan. Er hat das also immer alle mitbekommen lassen. Ja, auch dass er die Polizei duzt, indem er sagt, ich wollte euch mal eben Bescheid geben. Ja, ich weiß nicht. Also ja, ich weiß, er als doch, ich weiß, er als höchstes Wesen darf natürlich jeden duzen, auch Beamte und alle möglichen Leute. Also da fehlt mir auch immer so ein bisschen, ja, die Sprache. Ich weiß da immer kaum was drauf zu sagen, denn diese Respektlosigkeit allem und jeden gegenüber, die ja, die macht mich wirklich sprachlos. Boah, ist das nicht stressig, jedes Mal bei der Polizei anzurufen wegen solchen Idioten? Auch natürlich am stressigsten ist, wenn man immer nochmal anrufen muss, weil sie wechseln und dann 5 Sekunden später stehen da wieder welche da, muss wieder anrufen, es sind wieder welche da. Der Witz ist, ich rufe schon gar nicht mehr an, wenn welche herkommen. Ich rufe nur an, wenn die halt hier ständig Stress machen. Ja, wenn sie da Aber ich war im stehen, Laufe des dann. Tages so viel Scheiße. Ja, wenn sie da jetzt nur stehen und dein Haus begutachten, dann kannst du jetzt auch nicht viel machen. Aber wenn sie wirklich anfangen, an einem Tor rumzurütteln, dann geht das auch völlig zu weit. Also, es geht nicht. Echt. Mir gerade noch was ein. Ja. Ich muss noch kurz meinen Vlog auf meinen Rechner ziehen und bearbeiten und hochladen vor 12. Ist mir ganz so eingefallen. Ja, solange ich dabei nicht störe, also. Nee, der Vlog wird ja nicht groß geschnitten. Ich schneide nur am Anfang und am Ende ein bisschen und mache eine Einblendung und das war's eigentlich auch. Und wenn endlich mal eine Frau bereit ist, sich länger als 5 Minuten mit mir zu unterhalten, dann muss ich natürlich auch Werbung in eigener Sache machen und mal meinen Vlog erwähnen und gegebenenfalls irgendwelche Seiten, um darauf aufmerksam zu machen, dass da ja bald was Neues erscheint. Vielleicht klickt sie ja dann da drauf. Ja, ich habe von solchen, wie gesagt, technischen Sachen keine Ahnung, echt. Das ist an sich kein Problem. Und was erzählst du so im Vlog? Also ich habe von sowas keine Ahnung. Meistens so, was der Tag gebracht hat, was ich gemacht habe. Ja. Im gestrigen Vlog zum Beispiel habe ich, oder ja, doch im gestrigen Vlog habe ich zum Beispiel gezeigt, was ich am Samstag gemacht habe und was gestern so war. Da habe ich am Samstag habe ich die Garage ein bisschen aufgeräumt.
und sauber gemacht und so weiter. Und das habe ich jetzt heute nicht geschafft, weil ich heute einen Tag über unterwegs war. Aber abends habe ich dann, aber morgen habe ich jetzt dann vor, da weiterzumachen. Garage auszuräumen hinten, alles schön sauber zu machen, schön Zeug rausräumen, schön alles sauber machen, die Regale rauskehren, die Werkzeuge mal sauber machen, fetten, ölen, was dazu gemacht werden muss. Und dann am Ende und am Ende halt alles wieder einräumen. Mal überlegen, ob ich ganz am Ende vielleicht hergehe und sogar komplett rauskärche, dass der ganze Boden wieder schneeweiß ist. Mal schauen. Ja, wenn man ja nicht so viel zu tun hat oder so, wenn du ja Freizeit hast, dann kannst du ja wenigstens das machen. Sie sagt hier gerade, wenn du nichts zu tun hast, kannst du ja wenigstens das machen. Ja, da hat sie sich vielleicht ein bisschen verplappert, zumindest interpretiere ich das so, dass er das aber nicht gemerkt hat. Er sagt zwar dann direkt, ich habe keine Freizeit und so weiter und so fort, aber eigentlich hätte er hier hellhörig werden müssen. Ne? Irgendwie liegt da ja so ein ganz kleiner Vorwurf mit drin. Ne? Du machst ja sonst nichts, dann räumen wenigstens mal die Garage auf. Ja. Ich bin an der Stelle natürlich froh, dass er das nicht bemerkt hat, denn sonst wäre der Leak hier mit Sicherheit zu Ende. Freizeit habe ich keine eigentlich. Ja, eigentlich bist du ja sowieso im Auftritt, wenn da diese Affen vor deinen Zaun rumspringen, ne? Das ist ja schon eine Menge Beschäftigung. Ja, und das ist ja nicht alles. Ich muss ja meine Videos machen, meine Streams muss ich machen. Habe ja heute auch zweieinviertel Stunden ungefähr gestreamt. Meinen Vlog habe ich gemacht. Dann war ich den ganzen Vormittag, Mittag unterwegs, bin erst um 1, 2 hier angekommen. Das Übliche. Ja. Muss halt auch mal sein. Ja, natürlich. Auto habe ich im Moment auch keins. Wo ist denn dein Auto? Das hat keinen TÜV mehr. Und jetzt sieht es so aus, als würde das auch zu teuer werden, das wieder herzurichten, weil da ein paar Sachen zu machen sind, die man vorher nicht gesehen hat, die jetzt beanstandet wurden. Und deswegen muss ich jetzt mir ein anderes Auto auch noch suchen. Oh, ja, Alles ziemlich super. beschissen, wenn man nicht genug Kohle hat. Ja. Ganz böse Stimmen würden jetzt behaupten, dass er keine Kohle hat, liegt daran, dass er mit seinem Budget nicht haushalten kann. Ich gehöre zu diesen bösen Stimmen. Ja, nu, ne? Dass das Leben nicht ja kostenlos ist, beziehungsweise wenn man sich ein bisschen was gönnen will. Aber es gehört nun mal auch dazu, dass man dafür ein bisschen was tun muss. Es gibt nun mal kaum was geschenkt. Und er spricht ja vorher davon, dass er keine Freizeit hat und ja buckelt wie ein Elch. Ja, wenn dem so wäre, dann müsste ja auch irgendwie ein kleines, naja, ein kleines geht ja nicht bei der Körperfülle, aber halt ein Auto, in das er reinpasst, gutes Gebrauchtes drin sein. Aber dann muss man halt an anderer Stelle Abstriche machen, dann kann man sich das dann auch mal gönnen. Oder man muss halt mehr arbeiten. Ja, das ist echt scheiße. Oh, mir ist ein bisschen kalt. Alles gut. Ja, Kannst du herkommen, dann wärme ich dich ein bisschen. jetzt einen auf süß machen, ne? Was heißt hier einen auf süß machen? Ich bin süß. Ja, total. Also zu mir schon, da kann ich mich echt nicht beschweren. Bäh. Ja, es war wieder so klar, dass er so auf die Situation reagiert, dass ihr kalt ist. Und nein, er ist nicht süß. Süß verbinde ich mit, wenn man es auf Lebewesen bezieht, mit Babys, kleinen Kindern, Hundewelpen, also Tierbabys und anderem Kleinkram. Es können natürlich auch mal Dinge sein, die süß sind, weil das Design niedlich ist oder wie auch immer. Aber nichts davon hat mit ihm zu tun. Er ist ja noch nicht einmal nett. Na, man sagt immer, nett ist die kleine Schwester von Arschloch, aber noch nicht mal das Attribut würde ich auf ihn anwenden. Das will ich doch schwer offen. Ja.
Boah, was ist das für eine. Ich hasse YouTube. Ich höre jetzt hier gerade die ganze Zeit Musik und da kommt jede Sekunde Werbung, die über 40 Minuten lang geht oder so. Ist so ein Scheiß. Dafür gibt es Adblocker. Ja, das kriege ich auf meinen Fernseher irgendwie nicht hin. Keine Ahnung, ey. Auf dem Fernseher weiß ich nicht, wie es geht, aber wenn du dir YouTube Premium holst, dann hast du keine Werbung, soweit ich weiß. Ja, aber da ist mir das Geld eigentlich zu schade. Weil ich habe ja die meisten. Fernseher weiß ich nicht. Ja, ich habe ja so ein Samsung TV und irgendwie ist das voll der Schwachsinn, also. Ja, ich mache alles über den Rechner, also von daher. Ja. Weil mein Fernseher ist ja gerade da, wo ich hinschaue. Und benutze ich ja als zweiten Bildschirm für meinen Rechner. Und es ist immer so ein Hin und Her halt, ne? Ja. Sag mal, heute hast du ja richtige Löckchen. Was ist denn da los? Glöckchen? Gar nicht. Wie kommst du denn auf Glöckchen? Man sieht doch, du hast richtige Locken bekommen. Eigentlich nicht. Du, eigentlich nicht. Ey, ich sehe das doch. Ich bin ja nicht blind. Hier, guck mal. Boah, ich hab's mit links und rechts, ne? Ja, vorne, an der Stirn direkt, da ist so eine Powerlocke, ja, genau. Wieso? Ja, eine, das sind aber doch keine Locken, das ist eine Locke. Ja, das kommt langsam. Ja, jetzt sieht's noch besser aus. Und erzähl mal so, was hast du morgen eigentlich vor? Und anstatt auf ihre Frage zu antworten, wo sie schon hilft, die Konversation wieder in Gang zu bringen, die gerade einzuschlafen droht, fummelt er sich doch lieber an seinem Kopf rum und steckt sich irgendwie die Haare fest. Ja, da wahrscheinlich ist da das Gehirn wieder überfordert. Das und gleichzeitig sprechen scheint da nicht miteinander vereinbar zu sein. Ja, schade drum, ne? Besser. Ja, also hat mich davor nicht gestört, ich fand es niedlich. Doch? Definitiv nicht. Nein. Doch? Wird da jemand rot? Rahel, Ey, Rahel, guck mal, bitte, wie. du fasst mich zusammen. Ey, guck Nein, mal, wie du rot fasst du mich wirst. zusammen. Wie viel Überwindung hat sie das jetzt gekostet, zu sagen, dass das niedlich aussah? Ja, und er muss natürlich sofort widersprechen, obwohl man ihm deutlich anmerkt, dass er schon geschmeichelt ist. Aber nein, 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 ein Drache ist niemals niedlich. Ja, ein Drache mag nicht niedlich sein. Also ich fand Grisou sehr niedlich. Ihr wisst schon, der Feuerwehrmann werden wollte. Aber ja, du hast schon recht, Rainer. Du bist in keinster Weise niedlich. Du bist genau das Gegenteil. Bitte? Guck mal, wie rot du wirst, ja. Ich höre überhaupt nicht rot. Na, nein, du siehst aus wie meine Tomaten in der Küche. Ja, das liegt am Licht. Ja, am Licht. Ja, guck. Am Licht, ne? Ja, Das Rainer. liegt am Licht. Natürlich Ja. liegt das am Licht. Ich lieg auch am Licht hier. Guck mal, schon ein Grinsen. Kommt das auch vom Licht? Es ist eklig, es ist so eklig. Schaut euch dieses im Kreis grinsende Platzbuttergesicht an. Aber nein, er grinst ja nicht. Und ach, und er ist auch gar nicht verlegen. Und er ist auch gar nicht hin und weg von ihr. Nö, grinsen tue ich. Ja. Aber nur weil du glaubst, dass ich rot werde. Und außerdem sind Drachen nicht süß. Oh, gefährlich sind sie, ne? Böse Gefährlich. und gefährlich und jungfrauend entführend. Okay. Ja, sehe ich vielleicht grün aus, rot aus?
Grün? Hast du gesoffen oder was? Nö. Ja. Grün, rot, blau, alle Farben in deinem Kopf sehen. Heute hab ich tatsächlich noch gar nichts gegessen. So, wenn ich so mache, sehe ich klar rot aus. Ja, das siehst du auch mit dem weißen Licht. Nein. Doch. Da können wir Kannst du uns. morgen mal vorbeikommen und mich davon überzeugen? So, so. Naja, wenn du morgen eh nicht in die Arbeit musst. Sie hat doch zum Beginn erzählt, dass sie sich freigenommen hat, weil es ihr nicht so gut geht. Gut, jetzt möchte sie was mit der kleinen Schwester machen. Das ist ja auch okay. Aber das hat er schon wieder komplett ausgeblendet. Ne? Nee, sie könnte ja an ihrem freien Tag zu ihm kommen und dann zeigt er ihr mal, dass er nicht rot ist. Junge, 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 es dreht sich nicht alles um dich. Du bist auch nicht der Nabel der Welt, Gott sei Dank. Ja, und zum Glück ist das alles nicht real. Aber er ist tatsächlich jetzt auf dem Standpunkt, das wird auf jeden Fall etwas, denn anders kann ich mir diese komischen Aussagen gar nicht erklären. Ja, dafür mache ich morgen was mit meiner kleinen Schwester. Die hatte mich gefragt. Ärgerlich. Ja. Das ist halt das Problem. Ja? Aber ist das nicht gefährlich, wenn du so wie wenn du frei hast, wenn es dann jemand sieht, der dich kennt? Oder hast du jetzt Urlaub an sich? Ich habe mir für morgen Urlaub genommen. Ach so, ich dachte jetzt, du bist krank an sich. Und du meinst, dir geht's nicht gut. Ja, mir geht es doch nicht gut, aber ich habe mir auch Urlaub genommen. Ich habe jetzt einen Kopfkino noch vom Wochenende. Aber ich habe so viele freie Tage noch. Die könnte ich mir auszahlen lassen oder halt nehmen. Und ich habe mir dann gedacht, komm, morgen einfach frei, gar keinen Bock. Wie machen wir es jetzt eigentlich mit dem Wochenende? Ja, das ist halt das Problem. Ich weiß noch nicht. Es ist halt alles ein bisschen stressig momentan, auch wegen Corona. Okay, er denkt sich dann wohl so, ja gut, morgen kann sie nicht, so ein Mist. Aber ne, da war doch was mit dem Wochenende. Wir hatten doch da vor einigen Tagen etwas ausgemacht. Und fragt dann direkt mal nach, ja, wie ist es denn damit? Das darf natürlich auch nicht vergessen werden, zumindest wo er jetzt die Flöte juckt, wieder ordentlich oder jetzt auf jeden Fall, da er sich halt ausmalt, dass das wirklich was wird. Da muss man dann noch mal dran erinnern und das ist dann jetzt gerade ganz, ganz, ganz wichtig. Nicht, ob es ihr bis dahin besser geht oder. So, nee, das Treffen steht im Vordergrund. Weiß ich noch nicht. Also gemeint hast, du willst dir fürs Wochenende frei nehmen halt. Ja, also freigenommen habe ich mir schon so oder so, aber ich muss halt noch schauen, wie das halt jetzt alles funktionieren soll. Auch so, ich muss dir ganz Inwiefern? ehrlich sagen, ich bin ein bisschen so, was du mir jetzt erzählt hast mit den Leuten und so, ne? Ich habe da schon ein bisschen Schiss, dass wenn ich da irgendwie zu dir reingehe oder so, dass ich da belästigt werde oder keine Ahnung. Naja, wenn sie dich sehen, schon. Deswegen ist es eigentlich am besten, wenn man unter der Woche macht, heute oder morgen oder übermorgen oder so. So immer von Dienstag bis Donnerstag ist eigentlich immer am einfachsten, weil da am wenigsten Scheiße passiert. Ja, wirklich auf ihre Bedenken eingehen, ne? Das ist dann auch nicht so seine Art, ne? Und jetzt erzählt er ihr tatsächlich, dass es dienstags bis donnerstags ja besser wäre, weil da am wenigsten Scheiße passiert. Ist er nicht derjenige, der immer und immer wieder erzählt, dass tagtäglich Randale vor seiner Hütte ist? Und er will sie da wirklich schnurstracks reinlaufen lassen? Das ist ihm völlig egal. Und diese Ausrede mit von Dienstag bis Donnerstag, das ist doch jetzt wohl eher darauf bezogen, dass er weiß, dass sie am kommenden Tag frei hat und er lieber heute als morgen ein Rohr verlegen möchte. Also anders kann ich mir das wirklich nicht erklären. Das ist so abartig. Es ist wirklich eklig. Ich. Ja, da muss ich halt Im Schnitt. gucken. Zurzeit ist es halt so, dass meistens am Wochenende dann die Polizei halt aufpasst momentan, weil halt die Hater am Wochenende echt extrem randalieren.
Da kommt dann am Wochenende wirklich zwischen 30 und 40 Mann oder sogar noch mehr. Was? Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Das ist so krass. Am besten würde ich es halt so machen, entweder wenn du wirklich am Wochenende kommen willst, dann müsstest du fast am Freitag halt kommen und Sonntag halt wieder fahren. Oder am Idealfall dann Montag, aber es ist ja blöd wegen Arbeit wahrscheinlich. Oder dann halt unter der Woche. Ist immer am sinnvollsten. Ja, ich bin gerade am Überlegen, das ist halt das Ding. Was denkt sich dieser Typ? Also jetzt werde ich wirklich wieder grantig. Jetzt will er sie schon von Freitag früh bis Montag bei sich in der Ballerburg einsperren, damit sie ihm zu Diensten sein kann, weil ja so viele Hater vor der Tür stehen. Und sie soll dann all die Tage bei dir in der Ballerburg sitzen, sich den Hintern ablangweilen, denn dass du kein Gesprächspartner bist, das wissen wir ja alle. Oder meinst du, von Freitag bis Montag muss sie sich von dir bearbeiten lassen? Ich will das jetzt hier gar nicht näher ausführen. Nee, nee, weg. Aber du erzählst den Leuten nichts von mir, oder? Also jetzt auch in deinen Streams und Nein, so. nein, mache ich nicht. Weil ich habe irgendwelche Leute wieder gesehen, die meinten irgendwie, du hast eine neue Freundin oder so, keine Ahnung. Die haben das halt Ja, so die nicht. Hater labern viel Scheiße, der Tag lang ist. Das Einzige, was ich, wenn ich was sagen würde, will das Einzige, was ich sage, ja, Ist ich habe das halt jetzt einen von den kleinen Mädel, mit Hatern der ich hinter mich dir treffe. mit dem Laserpoint? Was? Hinten der Streich über so einen Laserpointer. Oh. Ja, auch gerade in dein Gesicht. Ich Ja, schon wieder in dein Gesicht. Also ich seh nichts. Da strahlt jemand mit einem Laserpointer auf dich. Ich sehe das doch. An deine De Jetzt macht er wieder weg. Wenn du guckst, macht er das weg. An dein T-Shirt. Ich seh nichts. Wie? Ich bin doch nicht blind. Da strahlt jemand ganz in dein Zimmer rein. Hä, siehst du das nicht Also auf ich deinem seh Bildschirm? nichts. Ich seh Der nichts. Ach, du machst das. Ich dachte schon, das machen die Typen da Ich mache drauf. nichts. Ja, Da so. würde es aus, da würde es aus der Richtung kommen. Ja, Von der Seite. ich weiß ja jetzt nicht, wo dein Fenster ist, ne? Wollte schon sagen, guck mal, die machen da ja. Scheiße, wäre das witzig gewesen. Also das wäre witzig gewesen. Auch mal so ein Laserpointer von draußen. Haben sie auch schon gemacht. Echt? Ja, Oh ja. Mann. Alles schon gewesen. Ich fand das gerade so genial. Ne? Du hättest mir den Spaß nicht nehmen dürfen, ey. Ich hätte echt geglaubt, das ist jetzt einer von draußen. Witzig finde ich das jetzt eigentlich nicht. Ja, aber in dem Moment, weißt du, wenn wir telefonieren, auf einmal ist da so ein Laserpointer im Hintergrund. Ich lache ja nicht deswegen, weil die es machen, nur weil es halt in dem Moment witzig war. Da ist auf einmal so ein Laserpointer so auf dein Gesicht und so. War schon witzig. Komm schon, du würdest auch lachen, wenn jetzt auf einmal hier jemand von draußen auf meine Fresse mit Laserpointer leuchtet. Ich würde mich eher fragen, ob diese Leute noch geistig gesund sind, die das machen. Ja, das weiß ich ja, dass sie nicht mehr geistig gesund sind da bei dir. Das braucht man nicht in Frage stellen, das ist schon bestätigt. Du wolltest gerade was sagen? Ja, ich mache das. Ich muss den Vlog schnell machen. Ach so, ja, stimmt. Heute noch online gehen. Das Miauen im Hintergrund, das ist wohl bei Maggie. Das ist nicht bei mir. Nur kurz angemerkt. Ich habe mich gerade kurz gewundert, was das ist. Das war vorhin auch schon mal. Ja, die Geschichte mit dem Laserpointer. Er ist halt ein Spielkind. Das finde ich jetzt nicht so dramatisch. Ja, aber dass er jetzt wieder da an seiner angeblichen Arbeit rumdoktert, während er mit ihr telefoniert. Ich befürchte ja, dass er damit maßlos überfordert ist, wenn er ja multitaskingfähig sein muss. Ja. Oh, mal sehen, welche Folge war das jetzt? 76? Nee.
Wie früh ist denn das? Die 64. Ach, die 64? Dachte eigentlich, ich habe die 4. Na, egal. So, Block fertig, weiter. Monetarisieren, natürlich. Weiter. Weiter geht's. Und dann noch auf öffentlich. Zack. Veröffentlichen. Jetzt haben sie noch 7 Minuten. Acht bis 9 Minuten habe ich jetzt noch, dass die das freischalten. Mal gucken, ob ich es noch schaffe. Ja, bestimmt. Da habe ich sehr viel Vertrauen in dir. Naja, ich habe das sehr gute Internetleitung mittlerweile. Da geht es mit dem Hochladen schnell. Früher hätte das nicht mehr geklappt um die Uhrzeit. Aber jetzt dauert der Hochladen, dauert, selbst wenn das Video mehrere Gigabyte hat, dauert das Hochladen bloß wenige Minuten. Ja. Ich halte hier an dieser Stelle mal fest, wenn er Frauen nicht belästigt in irgendeiner Art und Weise mit seinem dösigen Gelaber, dann langweilt er sie fast zu Tode. Sie sagt ja, sie hätte von diesen Dingen alles keine Ahnung und dann denke ich auch mal, dass sie gar nicht so interessiert ist. Natürlich spielt sie hier die Interessierte und lässt ihn gewähren, aber er hat überhaupt nicht das Zeug dazu, einen Dialog mit einer Frau zu führen. Naja, dann solltest du dir vielleicht jetzt die nächsten Tage mal Gedanken machen, wie wir es machen wollen, dich am Treffen. Ja, natürlich. Vorausgesetzt, du willst dich noch treffen. Das kannst du dir jetzt mal überlegen. Und dann schauen wir halt mal. Jeden Fall habe ich jetzt schon mal was zum Grillen bestellt für morgen. Also, morgen kommt das Zeug, meine ich. Finde Ist das ja dann immer noch zum Grillen krass, und so ey. weiter. Man kann einfach Essen Ja? bestellen. Wusste ich gar nicht. Bitte? Ich finde es immer noch krass, dass man einfach Essen bestellen kann. Wusste ich jetzt gar nicht. Klar, Edeka, Norma, Lidl, Netto, die liefern normalerweise mittlerweile alle. Rewe hat mittlerweile auch einen Lieferdienst. Soweit ich weiß, liefern die alle. Ja, ich gehe immer einkaufen. Also, beziehungsweise fahre mit dem Fahrrad. So, deswegen war ich jetzt ein bisschen Naja, schockiert. ich mache das halt, weil ich habe kein Fahrrad und ich habe kein Auto aktuell, deswegen mache ich es jetzt halt so. Weil der nächste Laden liegt halt in Emmelskirchen, das sind 4 bis 5 Kilometer. Und ich bestelle halt dann gleich für die ganze Woche oder sogar mal für den ganzen Monat. Und es sind dann halt mehrere Kartons, mehrere Kisten. Ist nicht so einfach, das dann alles zu transportieren. Ja, natürlich. Ich habe mir gerade Rainer auf einem Fahrrad vorgestellt und habe einen Affen auf dem Schleifstein gesehen. Nee, weg mit den Bildern, raus damit. Ja, gut, wenn er es wirklich so weit bis zum nächsten Lebensmittelgeschäft hat und keinerlei Fahrmöglichkeiten hat, dass er sich das bringen lässt, gerade zu dieser Zeit, das finde ich noch in Ordnung, auch wenn ich seine Faulheit nicht unterstütze. Vor allem jetzt ohne Auto ist das ja blöd, ne? Genau, und deswegen mache ich das so. Ach, siehst, meine Ohrringe muss ich auch irgendwann noch reinmachen. Ja, ich habe einmal Demnächst hier aber einen so Termin ein. beim Piercer machen. Ich habe mir ein Weil ich habe Piercing gar selber keine Ohrringe. gestochen. Ich habe noch keine Löcher. Also ich muss mir erst die Löcher machen lassen. So. Ja. Dann muss ich mal zum Piercer gehen. Was willst du dir für Ohrringe machen? Also, jetzt welche Schmuckstücke möchtest du haben? Ui, das sieht man schlecht. Warte. Ah, ja. Ah, ich sehe es. Okay. Ja, sieht nice aus. Ist eine Schraube quasi. Schraube mit Mutter. Ja, sieht geil aus. Eine Schraube mit Mutter. Ja, das ist dann wahrscheinlich die einzige Schraube, die sich an deinem Körper befindet, die wirklich festgezogen ist. Nein,
das wollte ich gar nicht sagen, sondern ich wollte vorschlagen, dass er sich keine Ohrlöcher machen lässt, sondern so einen dicken Ring durch die Nase ziehen lässt. Dann könnte man ihn an der Kette, den Tanzbären, besser durch die Manege führen und tanzen lassen. Das wäre mein Vorschlag. Aber gut, jeder wie er mag. So sieht man es besser. Ja. Kannst du sogar hier bewegen? Ja, ich habe ja auch welche. Ich habe einmal hier ein Kreuz hängen und hier nochmal so ein langes Ding, keine Ahnung, und einmal ein Nasenpiercing. Ein langes Ding ist es. Ja, so ein Stäbchen mit zwei Kugeln, keine Ahnung. Oh je, biete ihm doch nicht so eine Steilvorlage. Das kann nicht gut werden, das wird nicht gut. Ich weiß, ich glaube zu wissen, was dann jetzt kommt. Aber jetzt wird doch wieder mit der Hose gedacht, oder? Ein Stäbchen mit zwei Kugeln. Ich mach's nicht besser, ne? Ja, ein Stäbchen mit zwei Kugeln, das ist so. Was Frauen sich alles an die Ohren hängen. Mann, guck doch selber hier. Das ist ja, ein Stäbchen mit zwei Kugeln. Ja, das ist ein Stäbchen mit zwei Kugeln. Was soll ich denn so sagen? Ein langes Ding. Ich hoffe, dass meine Stange dann besser gefällt. Oh. Weil es ist kein Stäbchen. Habe ich es euch nicht gesagt? Naja, nein, aber was er da meint, er hätte kein Stäbchen, nee, ein Stäbchen ist ja auch starr, ne? Dass er das nicht so gut auf die Kette kriegt, das wissen wir. Und ja, da handelt es sich dann eher um einen Wurm, ne? Die bestehen ja, wie wir alle wissen, aus Chitin und die sind ziemlich glibberig und von Starre und Steife kann man da nicht sprechen. Ja, und dass er jetzt wieder alles auf seinen Kleingemüsegarten in der Hose, sprich einem Stück Porree und zwei Radieschen reduziert, war eigentlich klar, oder? Nein, das ist nämlich kein Stäbchen. Rainer. Das ist schon eine Stange, das ist kein Stäbchen mehr. Ah, so. Ja, schon. Oh Mann. Du bist mir echt ein witziger Witzbold hier. Oh. Ich stehe eben auf Zweideutigkeiten. Ja, ich merke schon. Naja, eine Stange mit zwei Kugeln, das ist halt so eine Sache, ne? Das hat irgendwas. Ich weiß zwar nicht ganz was, aber irgendwas. Jojo. Kann es sein, dass die liebe Maggie hier an dieser Stelle so langsam die Lust verliert, beziehungsweise ihr das Ganze doch etwas zu viel wird? Während sie in den ersten beiden Teilen ihm ja immer noch zugesprochen hat und ihn auch mal gelenkt hat und ich sag mal immer so ein bisschen ihm Recht gegeben hat, ihn hat aussprechen lassen, wenn er sie wieder unterbrach, hat sie klein beigegeben und so weiter und so fort. Und jetzt gerade, sie hat jetzt schon mehrfach gesagt, wenn er irgendwie so eine anzügliche Bemerkung gemacht hat, so, aha. Also wenn ich rede jetzt nur von mir, ich so antworte oder okay. Dann ist das meistens von purem Desinteresse geprägt. Hast du eigentlich so Hobbys oder so, was du jetzt so privat auch machst? Ja, im Prinzip ist mein Haupthobby natürlich YouTube. Also es ist ja mein Beruf und mein Hobby. Das ist ja quasi das Gleiche. Ah, okay. Aber ich spiele auch Videospiele. Hab mir jetzt auch gerade wieder ein neues gekauft heute. Das hat mein Kumpel vorhin gezockt, hat mir das gezeigt, das habe ich mir jetzt auch geholt. Da muss ich jetzt dann mal schauen, werde ich es dann noch anzocken. Ansonsten, was sind meine Hobbys? Musik, Filme, Spiele, Lesen, Ficken, YouTube. Ja, es gehört alles dazu. Ja, alles gut. Und ja, das ist eigentlich alles. Okay. Ja, seine Hobbys. Es gibt Hobbys, denen kann man nicht
permanent nachgehen. Ne? Also ein Buch ist mal schnell gegriffen, auch wenn man vielleicht nur 5 oder 10 Minuten Zeit hat. Fallschirmspringen kann man jetzt auch nicht 24/7 machen. Aber was er da sagt, ne? Ihr wisst schon, ne? Das Pimpern. Wie muss das sein, ein Hobby zu haben, dem man niemals nachgehen kann? Weil er kommt ja nie zum Zug, oder aber sein Männlein macht ihm einen Strich durch die Rechnung. Ich bin kein Sammler von Briefmarken oder ähnlichen Geschichten, das ist nie so mein Ding gewesen. Früher bin ich auch jeden Tag mal laufen gegangen, aber seit es mit den Hatern so schlimm geworden ist, kann ich kaum aus dem Haus. Ich war heute mal kurz ein bisschen laufen, auch noch nach, also nach, ich war ja heute den ganzen Vormittag weg, aber ich bin dann noch eine halbe Stunde oder was unterwegs gewesen. Das habe ich normalerweise früher auch immer ganz gerne gemacht, dass ich einmal auf dem Skirchhorn zurückgelaufen bin. Das sind so zwischen 4 und 5 Kilometer plus minus, je nachdem, wo man in dem Skirchhorn hinläuft. Ja. Genau. Und ansonsten, ja, war's eigentlich. Sonderlich viel mehr habe ich nicht gemacht. Oder sonderlich viel mehr mache ich nicht. Das reicht aber auch. Damit bin ich vor uns. Also YouTube ist sowieso ja meine Hauptbeschäftigung, mit der ich dann eigentlich alles verbinde. Also ich mache dann Videos über Animes, über was dann die Serien sind oder Filme oder Spiele und Musik natürlich. Ich verbinde es mit den Videospielen im Sinne von Gaming-Streams. Ich verbinde es mit dem Thema Musik, indem ich über Musikalben spreche oder halt über selber Musik mache. Ich mache ja auch selber Musik. Echt? Ja. Rap mal was. Das kennst du vielleicht. Kannst du rappen? Ich schick dir lieber was. Ja, kannst du auch machen. Ich kann ja mal für dich Texte schreiben, was Gedichte und so angeht, weil ich immer gut mit Reimen. Ich hab eigene Songs. Also, wir machen selber Musik. Ich habe ein paar Leute, mit denen ich Musik mache. Ah, okay. Nice. Ja, einer meiner Songs hat sogar extrem viel Publik bekommen. Also, na, sehen wir kurz. Mein Song Girls Girl hat mittlerweile als Musikvideo 1,9 Millionen Aufrufe. Okay. Hier, ich schick's dir mal. Ja, ich telefoniere wieder über dem Tablet, mein Handy muss wieder laden, liegt am Ladekabel, deswegen schaue ich dann noch später rein. Ja, ich kann es dir am Handy auch mal schicken auf WhatsApp. Ja, ist ja alles easy. Ja, nee, meine Hobbys, also ich habe ganz verrückte Hobbys, so, die hat eigentlich nicht jeder, ich tätowiere gerne. Ich weiß nicht, ob ich dir das schon sogar gesagt hatte. Zum Beispiel meinem besten Freund habe ich auch schon voll viele Tattoos gemacht. Ich mache ja auch bald eine Umschulung als Tätowiererin, weil ich möchte mich selbstständig machen. Ich habe ja schon meinen Meister beim Friseur und möchte dann einen eigenen Laden aufmachen an meinen Friseur. Habe ich vielleicht ein Geschenk für dich? Okay. Okay, nach dem Flexen wird natürlich wieder unterbrochen. Lass sie doch einfach mal zu Ende erzählen, was sie vorhat, was ihre Pläne sind. Sie hat sich doch deine auch angehört. Und auch wenn du ein Geschenk für sie hast, was ja bestimmt nett gemeint ist, lass sie doch bitte mal einmal aussprechen. Oh, ich werde beschenkt. Ein Fan oder ein Hater, das kann man sehen, wie man möchte. Ich kriege ja öfter Sachen von meiner Amazon-Wunschliste geschickt. Ja. Und ich habe halt immer wieder gefragt worden, ob ich mich tätowieren lassen will, weil ich möchte mich auch tätowieren lassen. Habe aber nie die Kohle dafür gehabt, weil es teilweise recht aufwendige Tattoos wären. Und dann hat mir jemand eine Tätowiermaschine geschenkt. Ah, ja, ich kann mir momentan so keine leisten, deswegen habe ich die von meinem besten Freund immer. Den habe ich auch schon. Ich kann dir schenken, weil ich kann damit nichts anfangen. Ich bin grauenhafter Zeichner und tätowieren kann ich dann wahrscheinlich noch schlechter. Ja, also dazu wollte ich noch kommen. Ich zeichne sehr gerne. Also ich habe da auch ein Porträt von Michael Jackson selber gemacht. Und da noch hängt irgendwas. Und ja, wie gesagt, tätowieren, Haare färben, sowieso Haare schneiden. Das mache ich auch privat bei meinen Freunden. Die brauchen da nichts bezahlen. Ja, was noch? Ich schreibe gerne Gedichte und Geschichten, schreibe ich sehr gerne. Ich bin sehr gerne. Das habe ich übrigens vergessen. Ich schreibe auch. Echt? Habe ich vergessen zu sagen. Ich denke da immer nicht gleich daran. Habe auch schon 2, 3 Bücher geschrieben.
Aber das Veröffentlichen ist immer ein bisschen schwer mit den Idioten. Ja, ich würde es vielleicht schön finden, würdest du mir mal was schreiben. Das wäre für mich das größte Geschenk. Dann kann ich dir aber was Schönes zurückschreiben. Es kommt darauf an, was du möchtest. Lass Ich deinen schreibe vor Fantasien allem. freien Lauf. Ja, die Sache ist eher aufs Genre bezogen gewesen. Ich schreibe vor allem Fantasy und Erotik. Ja, dann lass dir was da einfallen. Da fällt mir sicher was an. Ja, bei mir, also mir wird bestimmt noch irgendwas einfallen. Wenn du willst, kann ich dich auch mal zeichnen. Also wenn du willst, kann ich kurz mein Buch holen und dir ein paar Zeichnungen zeigen, so. Ja, gerne. Okay, dann warte kurz, dass ich da irgendwo hinten Ich bin muss. ein großer Fan. Bin ein großer Fan von Kunst, nämlich. Ja, ich habe auch mal eine Ja. Zeit lang Anime gezeichnet. Ich habe hier sogar ein Buch, wo man Animes Zeichnungen erlernen kann. Ich muss kurz gucken. Ich muss ja dazu sagen, dass ich halt Kunst setze ich halt mit Buch, ne, also mit Literatur gleich Ja. vom Ding. Deswegen habe ich vorhin halt gesagt, dass ich lese. Aber damit ist halt auch Kunst gemeint an sich. Ich erwähne Ja. es nur nicht immer extra. Na gut, hat sie ja dann doch noch erzählen lassen und er lässt sich jetzt wohl auch etwas von ihr zeigen. Was er so unter Kunst versteht, das will ich jetzt hier gar nicht auseinanderklamüsern. Zu den Tattoos nochmal. Ja, wie seine Tattoos aussehen, die er sich hat stechen lassen, das wissen wir, wenn ich da an dieses Unterarm-Tattoo denke oder das Tattoo auf der Hand, dann wird es dann direkt wieder gruselig für mich. Ja, alles gut. Oh, wo ist denn jetzt der Kack, ey? Ich habe hier so viele Bücher in meinem Zimmer rumfliegen. Ach, hier. Finde ich es doch direkt. Das ist doch super hier. Ach. So. Ich Alexa, Arbeitszimmer an. hoffe, man hat jetzt nicht den. Alexa, Arbeitszimmer an. Die ist ja wieder so leise. Alexa, Studio an. Also Bob Marley kennst du bestimmt, ne? Wer kennt den nicht? Hier zum Klar, Beispiel. hab ich früher sehr viel gehört. Alter, cool. Ja, dafür habe ich jetzt 30 Minuten gebraucht. Also ich brauche dafür, Ah. ja, ich brauche dafür nicht sehr lange. Oh, das war, wie alt war ich da? Ich glaube, ich war da, ja, ich war da 14. Also das ist noch ein relativ altes Block. Das erste Mal Alkohol getrunken, weißt du? Das ist ein Reh. Mit Jägermeisterflasche. Alter, auch nicht schlecht, ist ja Ja, geil. mit 14, Und das liegt also. quasi auf dem Rücken, oder? Ja, boah, das ist auch geil geworden. Rick und Morty kennst du bestimmt auch, ne? Und. Nur vom Namen her tatsächlich. Okay, das ist halt so eine richtig abgespacede Serie. Und ich habe auch ein T-Shirt dazu designt, aber das liegt in der Wäsche. Also ich mache auch Designing und so einen Scheiß. Hier zum Beispiel. Okay. Ja, also ich habe halt alles Mögliche und boah, tätowiert habe ich auch. Ich habe schon mal was ganz, ganz Stranges tätowiert. Ein Kollege von mir wollte, dass ich so zwei Schwänze so wie, keine Ahnung, so die Faust geben mäßig. Weißt du, dass die Eichel sich quasi die Faust gibt. Und das sollte ich ihm tätowieren und das danach, das war so lustig. Also auch ganz wilde Storys dahinter. Zum Beispiel von Naruto, den Itachi habe ich auch gezeichnet. Das ist auch schon voll alt. Also, das ist ein ganz altes Block. Da war ich im Jugendalter. Dann Ja. nehme ich mal an, dass du auch gerne Animes schaust, wa? Ich eigentlich persönlich nicht, mein Bruder. Der hat das sehr gerne geschaut immer. Der schaut das immer noch sehr gerne. Deswegen habe ich ja auch dieses eine Buch, wie man so Anime-Charaktere zeichnet und so nochmal alles beschrieben. Weil der meinte, komm, fang da mal mit an, da kommst du bestimmt gut weit. Ich war Und die nächste Pleite für Reini. Sie mag nicht mit ihm Anime schauen und deren Musik hören und Mana tanken. So ein Mist aber auch. Ich wollte auch meinen YouTube-Kanal aufmachen als Jugendliche, dachte mir so, ich zeige mal den Leuten, wie ich zeichnen kann, aber dann hat es gescheitert daran, dass ja, ich mir dachte, lieber doch nicht, bevor ich noch Hate bekomme oder so.
An dieser Stelle beende ich das Video, denn der dritte Ausschnitt des Leaks ist jetzt auch fast vorbei. Es kommt jetzt nur noch ein halber Satz, bevor das Video abbricht. Ich werde beim nächsten Mal wieder etwas zurückspulen, damit ihr wieder reinkommt. Ja, dann danke ich euch fürs Zuhören. Der nächste Teil wird auf jeden Fall noch vor Weihnachten kommen. Sind ja noch ein paar Tage. Ich habe auch nur noch ein paar Arbeitstage. Ich habe schon etwas früher Urlaub genommen, also schon mitten in der Woche, sprich ab Donnerstag. Also habe ich da noch ein bisschen Luft. Vielleicht kommt aufgrund dessen auch noch etwas anderes, also andere Themen aus der Serie Der Träger und die Frauen. Ja, lieben Dank fürs Zuhören, wer bis hierhin gekommen ist. Es war diesmal an manchen Stellen etwas langweilig, fand ich. Ich hoffe, das wird im vierten Teil besser. Das bedeutet nicht, dass ich mir jetzt mehr anzügliche Bemerkungen von ihm wünsche. Aber ich habe so ein bisschen gemerkt, dass bei ihr auch so die Luft raus war. Ob das jetzt war, weil sie tatsächlich Kopfschmerzen hatte oder ob sie wirklich mittlerweile so angewidert ist, dass sie einfach nicht mehr kann, das weiß ich nicht. Ja, ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao und auf Wiedersehen.